So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von House Designer. Oh, jetzt habe ich in OBS auf Escape gedrückt. Ich hoffe mal, es ist nichts gestorben. Haben wir noch so ein bisschen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Was brauchen wir dafür eigentlich? Eisenklumpen und Schmiedeeiserne Stangen. Kommen wir 4 Stück voll. Das heißt, wir bekommen 8 Stück. Das reicht aber trotzdem nicht aus. Wir brauchen, unsere Etage ist 4 hoch. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge. Also hiervon brauchen wir mindestens 12 Stück. Und hiervon sind nochmal 4. Ich glaube, wir bauen jetzt mal die Treppe grob hin, damit wir wissen, wie das Ganze aussieht. Frei beim Nazi-Bahn. Hui. So. Was gibt's denn noch? Das ist Bullshit. Das können wir nicht machen. Ich meine, wir können natürlich direkt so eine Wendeltreppe bauen. I don't know. Das wäre vielleicht auch eine Option. Aber. Bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich so ein Freund von. Vor allem, weil so eine Wendeltreppe gleich mal 3 Blöcke Stahl braucht. Willst du mich verarschen? Ich meine, nicht dass wir nicht genug hätten. So keine Frage. Aber was ist das bitte für Kosten? Holy shit. Ich so eine Treppe einfach mal 200 Tonnen. I don't know. Also so ein Kubik Stahl wiegt schon eine Menge. Ah, nee, hier ist auch nicht viel anderes. Ich überlege gerade, ob wir einfach mal ein so ein Ding bauen. Das wäre vielleicht. Oder gleich 4. Dann können wir das benutzen, um komplett von oben nach unten, also sowohl nach oben in die obere Etage, als auch in den Keller zu kommen. Wobei in den Keller hätte schon eine klassische Treppe, wäre mir da schon lieber. Das macht designtechnisch doch mehr Sinn. Oh, wir sind schon fast da. Also wir gucken erstmal. Ob wir die Treppe klassisch noch umbauen und wenn ja, vor allen Dingen wo wir die Treppe hinbauen. Ah, Sonne! Hui! Wir sollten eigentlich auch mal dynamische Schatten einschalten, ne? Wäre das eine Idee? Inhalt. Wo war denn das jetzt so? Einstellung, da. Dynamische Schatten. Dynamische Schatten. Schattenstärken Gamma Wert. Deine Mutter ist ein Pferd. Was? Jetzt den Schattenstärken Gamma Wert. Deine. Okay, gut. Ein geiles Wort. Schattenstärke Gamma Wert. Fasst die Intensität der dynamischen Schatten im Spiel an. Ah. Der niedrige Wert führt zu schwächere Schatten. Ein höherer Wert führt zu einem dunkleren Schatten. Ja, was ist von bis? Weil. Ja, wir gucken einfach mal mit 1. Filmische, dynamische Kompressoren. Nee. Oh, Eiklon. Oh, schöne Eislandschaft. Aber ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen das hier. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert oder ob das etwas ist, was ich erstmal beim Server einschalten muss. Oh, okay, schon sehr pixelig. Ah, das ist schon sehr, sehr pixelig. Das ist natürlich. Okay. Ja, da müssen wir dann auch Texture Filtering einschalten, ne? Ohne Texture Filtering sieht das echt kacke aus.
Ich meine, es hat irgendwie was, aber es wirkt einfach zu abstrakt. Das ist ja schon böse. Ja, nee, das ist, bin ich nicht wirklich befreundet von. Ich meine, ich finde, ne, ist halt schön so mit den Schatten. Aber hat schon was, sieht schon geil aus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es wäre halt schön, wenn du sagen könntest, okay, die Schattentextur soll nicht ganz so pixelig sein. Alles andere aber schon. Also, ne, dass die Texturen an sich schon scharf sind, aber die Schatten trotzdem nicht so extrem kantig aussehen. Weil das Problem ist ja, dass die Schatten nicht richtig sind. Ich meine, hier, klar, hier sind die Oberflächen ja auch relativ kantig. Aber das Problem ist, selbst wenn du eine glatte Kante hättest, so wie jetzt hier beim Kopf, ist eigentlich eine glatte Kante. Dadurch, dass die Schattentextur an sich ja auch gemappt ist, ist sie nicht am Kopf ausgerichtet, sondern ist einfach XY ausgerichtet. Ergo, wenn du halt eine Schräge hast im Schatten, dann wird diese Schräge halt auch abgestuft, so wie hier überall. Das ist halt das Problem. Man müsste also entweder, man könnte sich gucken, ob man die Schattentextur höher stellen kann. Ich glaube, das ging irgendwie. Wo war das jetzt so? Dynamische Schatten. Das war bei Grafikton Shader. Grafikton Shader. Dynamische Schatten niedrig. Machen wir mal hoch. Genau, das ist nämlich hier die Auflösung. Wenn wir jetzt hoch machen, das geht hier auch hoch. Das brauchen wir gar nicht. Den lassen wir mal auf 128, aber wir machen mal die Schattentexturgröße höher. Mal gucken, ob das was hilft. Ob es da nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Oh ja, doch, das ist doch. Das ist doch schon, ne? Fast ein bisschen zu weich. Aber ich meine, hey, die Framerate passt. Ne? Wir haben immer noch fucking 60 Bilder pro Sekunde. Let's go! Ja, wobei das schon wieder ein bisschen. Ich geh mal ein bisschen runter auf 2048. Das ist mir schon wieder ein bisschen. Oh, er hat es überhaupt nicht übernommen, danke dafür. Hä? Kann man das nicht selbst einstellen? Oh, es geht sogar noch höher. Wow! Die Frage ist, kann ich das nicht einfach selbst aktivieren? Übernimmt er. Überschreibt ihr die. Ach, ich habe vergessen, auf Setzen zu klicken. Ja, da war ja was. So, wir machen mal 128. Nee, wir machen mal 200, 300. Mal gucken. Ja, wenn das vorschlägt, okay. Aber wir gehen hier mal runter auf 2000. Das da. Ah, jetzt hat der Benutzer definiert. Aha. Also, sah schon gut aus. Ich will mal Spiel starten drücken. So, bitte, bitte, bitte. Ja, doch, das. Wobei, ey, das verarbeitet so gerade so ein bisschen. Das verarbeitet gerade so ganz komisch. Das ist ja. Was ist denn da los? Ah, da wollten wir eigentlich nur ein bisschen spielen. Jetzt machen wir hier die ganze Zeit das hier. Vielleicht ist der Wert jetzt hier zu hoch, dass er damit nicht mehr klarkommt. Schattenfilterqualität, keine Ahnung. Kartenschatten aktualisieren. Ah, das können wir schon mal auf. Wie war das? Null, ne? Ah, ne, eins. So, jetzt müsst ihr erst in jeder Frame aktualisieren. Wir setzen dich mal doch runter auf 128. Zurück. Beitreten. Dann schauen wir mal. Ja, so ist gut. So kann man es machen. Ich würde einfach mal so als Testlauf ein bisschen lassen. Ne? Vielleicht machen wir es auch irgendwann wieder raus. Aber jetzt erstmal lassen wir es drin. Ich habe auch richtig schöne Schatten hier. Nice.
Sehr performant das Ganze. Immer noch 60 Bilder pro Sekunde. Das ist schon nicht schlecht. Das geht schon echt gut klar. Okay, wir müssen mal gucken. Treppe. So, ja, aber hier geht's ja runter. Wie gesagt, das will ich auch so lassen, weil das finde ich so von Optik her ganz geil. Die Frage ist, die Treppe nach oben. Die würde ich gerne hier neben setzen und dann so nach oben gehenderweise nach rechts abgehen lassen. Da war halt dann meine Idee, hier quasi diesen Zaun ranzusetzen von innen und von hier von der Seite, sodass man quasi als Art Käfig hat, worin man hochlaufen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Question ist natürlich, da würde die Treppe halt oben irgendwo mittig rauskommen. Vielleicht auch nicht so das Geile. Man könnte natürlich hier halb hoch gehen, dann Schlenker machen und dann hier nach dort um hochgehen. Das würde tatsächlich sogar fast Sinn machen. Weil dann würdest du oben quasi direkt bei dem Übergang rauskommen. Kriegt man das bautechnisch hin? Doch, genau. Dann bräuchten wir einfach nur welche. Jetzt überlege ich gerade, was bräuchten wir denn da? Also wir haben die Dinger auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ah, nee, genau, wir bräuchten nur noch die Dinger. Dann machen wir davon ein paar. Bam. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen quasi mal einen so setzen. Und einen müssten wir. Nee. Ach, da ist ja eine. Ja, da ist ja. Ja. Nevermind. Ich dachte gerade. Ja, hier ist ja, da ist ja der Ticket drin. Genau, das ist ja. Ja, so ist richtig. Genau, so ist richtig. Haben wir keine Axt dabei? Ich bin am Arsch. So, das heißt jetzt folgendes: Du kommst daran. Aber wir haben doch eine Axt. Ich brauche mal kurz hier ein bisschen Dirt. Ja. So. Ach so, hier geht jetzt gar nicht, ne? Ungefähr so. Jetzt meine Idee. Wo machen wir den Umbruch? Ich würde. Wow, da ist ein witziges Muster. Ich würde fast sagen, wir machen die beide hier. Jetzt reicht es aber langsam. Die beide weg. Dann brauchen wir hier Slabs. Achso, der muss dann auch weg. Warte. Wie jetzt? Achso, ja, genau, doch, der hätte. Den lassen wir mal da. Genau, da kommen jetzt die Slabs dran. So, genau. So macht das Ganze Sinn, hoffe ich. Brauchen wir Slabs. Wir sind mit diesem dynamischen Schatten schon echt gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Aber gut, lassen wir mal. Wir brauchen haben wir keine. Nö. Dann bauen wir mal welche. Ja, nehmen wir mal 12. Doink, doink. Warum bist du da? Was ist denn da schon wieder los? Pain, what? Wieso kann ich die nicht kombinieren?
Ist aber jetzt das gleiche. More blocks, panel, wood. More blocks, panel, wood. Wieso kann man die nicht kombinieren? What the hell? Es ist schon wieder das gleiche Problem wie mit diesen Wassereimern. Die kann man ja auch manchmal kombinieren und manchmal nicht. Das ist ja auch so ein komischer Bug. Ach, hässlich. Egal. So. Du nach da und du nach. Wir brauchen erstmal hier eine Kopie. Ach, passt ja. Haha. Eigentlich sind da oben Decken drin. Easy. So, dann geht man hier hoch. Na gut, müssen wir Decke natürlich erstmal wegnehmen. Ach, scheiße, man dann. Genau, die muss auch weg, das muss weg, das muss weg. Hier muss dann alles weg. Und jetzt so. Na gut, das muss auch weg. Genau, dann geht's hier. Och nee, schon wieder bei den Balken. Och, leck mich doch am Arsch. Ach, was haben diese Balken heute mit mir? Ich überlege gerade, könnte man auch eins runtergehen? Ja, man könnte auch noch eins runtergehen. Dann kommst du weg und du weg und du weg und du weg. Nein, bleib bei mir. Muss ich jetzt aber. So. Du daran und du daran. Aua. Ja, passt von der Höhe. So, und dann geht's nämlich hier weiter hoch. Das passt sehr gut. Dann brauche ich jetzt, egal. Ich brauche ja bloß eine Fläche, wo ich die Dinger hier gegen baue. Ja, das hat funktioniert. Dann kannst du wieder ab. Und jetzt musst du... Ach nee, hier brauchen wir jetzt andere. Hier brauchen wir diese Dinger, wo zwei sind. Doink. Da brauchen wir die Dinger. Und zwar... Na, da wird ein bisschen wenig. Kann man ja, glaube ich, hoffentlich wieder rekombinieren. Mein Inventar wird langsam ganz schön voll. Hammer, Nackholm. So... So, und zwar brauchen wir sie. Boah. Hier, da. Hier könnte man eine klassische Treppe hinmachen. Haben wir gar keine Treppen? Hä? Wir haben doch hier unten Treppen gemacht. Oh, achso. Wir haben hier unten Treppen gemacht. Ja, genau, wir haben noch hier. Ah, ne, aber nicht. Wir haben ja, nevermind. By the way, hier würde ich gerne noch einen Block hinmachen, einfach damit es besser aussieht. Hopp. Okay, das heißt, wir haben keine Treppen. Ich muss also Treppen machen. Unser Inventar wird also immer voller und voller und noch voller. Ach, du Scheiße, die Wand dann. Ja, gut, was soll's. Was soll's? So, du nach da, deine Mutter, nach da. Voila. Ja, das sieht gut aus. Das sieht. Ja, wir kommen zwar hier relativ gefährlich in die Mitte. Ich wollte eigentlich einen relativ breiten Durchgang lassen. Andererseits können wir den Durchgang aber auch hier so seitlich machen. Ist ja egal. Ah, schon haben wir hier eine schöne Treppe. Und wir erhalten auch einen Durchgang nach unten. Ist doch geil. Ja, doch, so ist gut. So ist gut. Ich muss nur überlegen, hier kommt jetzt, wie gesagt, so ein Gitter ran. Würde ich gerne... Ach, scheiße, geht da gar nicht dort ganz oben. Wegen die Betonplatten. Gut, muss aber auch nicht. Muss nicht. Dann wird es nur 3 hoch. 1, 2, 3. Ah, ja. Ja, muss. Geht nicht. Wegen den Platten, wie gesagt, geht es nicht anders. Da, okay, das heißt, wir brauchen hier Gitter.
Ich würde mit Gitter vielleicht hier beginnen, so an der Kante. Geht er dann hoch? Also 1, 2. Hier von hinten. 3, 4. Wobei, wichtig wäre vielleicht auch ein Gitter von hier, sonst könnte man hier runterfallen. Hier natürlich Gitter zu etablieren, weil hier von beiden Seiten Blöcken sind, wird natürlich richtig nicht möglich sein. Ich glaube, für Gitter ist das Ding einfach zu eng. Also hier muss man auf jeden Fall Gitter drin machen, sonst kann man hier, so kann man hier ganz einfach runterfallen. Das ist definitiv Sturzgefahr. Hier. Eigentlich auch. Eins, zwei, drei, sind dann sechs, neun. Brauchen wir mal kurz. Naja, also ich würde mal sagen, weil hier, die wird dann zu eng. Ja, genau, kommt nicht mehr runter. Ist natürlich Herz allerliebst. Ich mache einfach mal ein paar Gitter. Wir machen einfach mal ein paar Gitter und dann gucken wir mal. Weil wir jetzt ein bisschen Eisen brauchen. Und zwar Eisenklumpen. Zum Glück haben wir davon noch ein paar. Hätte ich beinahe gerade gesagt, aber. Wir haben keine? Haben wir keine Eisenklumpen? Ladies and Gentlemen, we are fucked. Verdammt! Wir haben keine Eisenklumpen mehr, wo sind die alle hin? Well, that's fucked up. Wie wird der Fans? Wo kommen sie alle her? Ja, kriegst du nur durch Kram. Scheiß die Wand an. Warum haben wir keine Eisenklumpen? Ich will jetzt echt Eisenklumpen, wollte mich verarschen. Aber hier wird's drin. Irgendwas? Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Eisenklumpen. Achso, Tür oben ist noch aktiv. Aber wir hatten doch Eisenklumpen gehabt. Habe ich die mit in die Anlage gefeuert oder was? Bin ich dumm? Wieso haben wir keine Eisenklumpen? Okay, you know what? Wir haben mittlerweile genug Eisenblöcke. Ich glaube, ich werde einfach jetzt erstmal als temporäre Lösung unsere Anlage so umbauen, dass Eisenklumpen abgeführt werden. Direkt da unten. Denn warum auch immer haben wir keine Eisenklumpen mehr. Das kann man temporär auch einfach machen, indem ich Eisenklumpen hier rausfische. Voila. Kein Eisen mehr. Damit wird das Eisen nicht mehr verarbeitet. Es wird also auch hier nicht mehr abgegriffen. Weil er kennt Eisen nicht, die Eisenklumpen. Er kennt Eisenklumpen auch nicht. Also geht es einfach weiter hinten in die Kiste. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal die Anlage ein bisschen so umgebaut. Ne, weil ich, ja, ich hätte jetzt hier eine Kiste hinstellen können. Problem ist, hätte ich wieder auch aufpassen müssen, dass die Kiste nicht überfüllt werden kann und dies ist das Ananas. Und hier hinten ist halt schon alles. Ne? Hier ist bereits Mülleimer, die Kiste ist groß genug. Hier ist, wie gesagt, Mülleimer, hier ist hier alles vorbereitet. Das heißt, wenn ich einfach keine Eisenklumpen mehr brauche, weil wir genug haben, brauche ich einfach nur ach, oh Gott. Oh, dann mache ich die ganze Anlage kaputt, danke dafür. Brauche einfach nur wieder hier einen kleinen Eisenklumpen reinklatschen und schon geht wieder alles. Ist also relativ einfach machbar. Nice, by the way. Also nice, erstmal
Meine Anlage ist komplett konfigurabel. Ja, wir müssen jetzt nur ein bisschen warten, bis die beiden Klumpen zusammengekommen sind. Denn, ich sag mal so, einer ist ein bisschen wenig. Verdammt, Alter, ich, da haben wir echt keine Eisklumpen mehr. Das ist so bescheuert. Los, wir brauchen Eisklumpen hier. Gib mir Eisklumpen, 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 Eisklumpen. Ja. Könnte ich mal sagen, wir machen einfach mal so. Wir machen einfach mal eine Folgenpause und dann gucke ich mal. Ne, lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht hämmer ich auch während der Folgen hier drauf ein bisschen rum. Vielleicht auch nicht, kein Bock. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es dann auch hoffentlich heißt, dass hier ein bisschen mehr Eisen drin ist. Ja, von daher. Bis dann.